Hallo zurück hier bei uns bei der Firma Sunmobil Cars im wunderschönen Markt Indersdorf. Ihr habt es bereits unten im Titel richtig gelesen. Heute geht es mal wieder um eine wunderschöne Fahrzeugvorstellung, besser gesagt um eine Campervan, eine Kastenwagenvorstellung. Ihr seht ihn schon hier im Hintergrund, den neuen Boxster 600 Street XL Modell 2023. Und ja, nicht nur irgendeinen, sondern natürlich ja, SMC-like in einer fantastischen Ausstattung. So, heute ist mal der Perry hinter der Kamera und ich würde sagen, Perry, du kannst gleich mal ein bisschen näher rangehen hier auf das Power-Symbol, weil der Wagen steht hier mit 160 PS und natürlich der neuen 9-Gang-Wandlerautomatik. Ja, wir haben natürlich auch am Start die Voll-LED-Scheinwerfer. Kannst du hier auch mal seitlich drauf gehen, steht hier auch nochmal drauf, Full-LED-Technology. Also hier hat man, wie gesagt, auch nachts wirklich richtig Licht. Sonst, ganz klassisch bei uns bei Sunmobil Cars natürlich immer am Start das Maxi-Chassis, zeichnet sich hier durch die schwarzen Kunststofffänger aus, beziehungsweise diese schwarzen Kunststofferbreiterungen und spricht immer dafür, dass wir, wie gesagt, ein verstärktes Fahrwerk haben, eine größere Achse, größere Bremse und stärkere Federn. Ja. Schlussendlich kann man den Wagen dadurch zum Beispiel auch auflasten auf über 4 Tonnen und man hat, wie gesagt, einen ganz anderen Fahrkomfort. Ja. Man sieht es auch hier in den Felgen. Wir haben hier den dicken Felgensteg, ja, heißt auch, die Felge ist entsprechend verstärkt. Und wir haben hier das Arktis-Paket mitbestellt von Knaus, heißt, wir haben hier serienmäßig ab Werk die Ganzjahresreifen dabei. Also nicht serienmäßig, aber durch das Arktis-Paket, wie gesagt, von uns upgraded worden. Und wie gesagt, hier mit Schneeflockensymbol heißt, man kann den Wagen im Sommer sowie Winter ohne Probleme nutzen. Sonst, Perry, mache ich hier einmal die Tür auf, haben wir natürlich hier die Remis Verdunklungssysteme an Front- und Seitenscheiben am Start. Ich setze mich gerade einmal rein. Ja. Der Wagen ist wirklich gigantisch. Ich habe ihn dir vorhin schon mal kurz gezeigt, Perry. Du kannst hier auch gerne mal näher drauf eingehen. Wir haben hier die elektronische Parkbremse beispielsweise. Ja, normalerweise ist ja hier seitlich immer die klassische Handbremse. Hier, wie gesagt, die elektronische Parkbremse hat den Vorteil, man kann die Sitze viel leichter drehen, auch wenn die Bremse angezogen ist, ja, weil sie halt hier einfach nicht mehr weg, hier nicht mehr zu sehen ist und nicht mehr stört. Und wir sparen uns gleichzeitig 8 oder 9 Kilo Gewicht. Also der Wagen wird leichter, man hat sozusagen mehr Zuladung. Was ich mega finde am neuen Fiat, ist einfach die Optik, auch gerade hier im Fahrzeug, also beispielsweise das Lenkrad, ja, haben viele von euch wahrscheinlich schon mal gesehen mittlerweile. Natürlich hier auch das Lederlenkrad am Start, Multifunktionssteuerung, kannst auch gerne mal ein bisschen näher drauf eingehen, also hier alle Knöpfe belegt. Ja. Und wenn du auch mal hier vorne so ein bisschen reinschwenkst, haben wir hier den Standard-Tacho, also nicht den volldigitalen, den halbdigitalen Tacho. Heißt, er zeigt uns dann hier, wo jetzt Eco, Normal und Power steht, heißt, man kann hier diesen Fahrzeugmodi auswählen. Ja, zeigt er mir, wenn ich dann fahre, auch die Geschwindigkeit digital an. Das war früher nicht. Früher hat man immer nur die Geschwindigkeit analog im Tacho, wie gesagt, links angezeigt bekommen. Hier bei dem Fahrzeug haben wir auch das Head-Up-Display mit bestellt, beziehungsweise das Knaus Media-Paket. Und hier ist, wie gesagt, das Head-Up-Display Bestandteil. Heißt, wenn ihr fahrt, seht ihr hier vorne auch noch mal, wie schnell ihr fahrt, wie schnell ihr fahren dürft. Über die Navigation erkennt es das und zeigt dann, wie gesagt, die Schilder an. Und er zeigt euch hier dann links oder rechts auch an, wohin ihr fahren sollt, wenn ihr die Navigation eingeschaltet habt. Man kann das Ganze hier auch umklappen, ja, um dann beispielsweise, wie gesagt, hier vorne die Fahrerhausverdunklung zu schließen. Ja, das Ganze, ich kann es mal gerade zeigen, trifft sich dann hier in der Mitte, ja, und dann hält es mit Magneten ohne Probleme. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, und da kannst du auch mal hier drauf eingehen, auf diesen Kasten, der ist nämlich ein bisschen größer. Wir haben bei diesem Wagen, ja, wie gesagt, eine sehr gute Ausstattung. Ich wiederhole mich gerne, 160 PS, Automatik, neuer Fiat, Lederlenkrad, elektrische Parkbremse und hier oben Care-Drive-Paket. Heißt, der hat zum Beispiel einen Spurhalteassistent und einen Notbremsassistent serienmäßig. So, wenn man jetzt diese Fahrzeuge komplett neu konfiguriert, laut dem Knaus-Konfigurator Modell 2024, das hier ist ein 2023, aber wenn man einen neuen 24er konfiguriert und bestellen möchte, kann man, wie gesagt, auch beispielsweise jetzt einen adaptiven Abstandstempomaten und viele andere, ja, Spielereien, nenne ich sie jetzt mal, konfigurieren und bestellen. Sonst, Perry, ich rutsche gerade mal hier ein bisschen rüber, kannst vielleicht hier auch gerade mal auf die 9-Gang-Wandlerautomatik gehen. Da gibt es ja auch 2 Modelle. Man erkennt die neue immer daran, dass die hier hinten so einen Schalter hat, sage ich mal, zum Entriegeln. Bei der alten 9-Gang-Wandler musste man den Hebel immer so ein bisschen nach rechts sozusagen drücken, dass man den nach unten ziehen konnte. Das ist jetzt hier verbessert worden. Sonst hier, wie gesagt, das Knaus Media-Paket drin, also Radio, Navi, Rückfahrkamera. Können wir ja gerade mal ausprobieren, wenn wir die Zündung anmachen. Kann man hier, wie gesagt, den Knopf entriegeln auf R für Rückwärtskamera. Ich habe die Türen hinten auf und dann sieht man hier, wie gesagt, 9 Zoll großes Display und hat mittlerweile natürlich auch Apple und Android CarPlay wireless, ja, ohne Kabel sozusagen möglich. Sonst Klimaanlage vorne im Fahrerhaus. Man sieht es hier unten auch, die ganzen
ja, Knöpfe, beispielsweise Traktionshilfe, Bergabfahrassistent, ja, hier zum Zusperren vom Fahrzeug geht jetzt nicht, weil Türen offen sind, Warnblinker, ist der Spurhalteassistent und hier nochmal die Spiegelheizung. Ja. Sonst haben wir hier nochmal USB-Steckdose, USB-C und normales USB. Ja, und hier nochmal eine 12-Volt-Steckdose für eine Kühlbox, Zigarettenanzünder, whatever. Und, ja, darf man auch nicht vergessen, ist auch nicht Standard, haben wir extra mitbestellt, hier diese USB-Steckdosen zweimal. Und das hier ist die 230-Volt-Steckdose, die kann man auch ab Werk bestellen, hat 150 Watt, ja, also so eine Art Mini-Wechselrichter für ein Laptop-Netzteil beispielsweise. So, in diesem Sinne, Peri, wir schauen einmal raus und natürlich dann am Ende auch noch mal gleich in den Wagen rein. Ja, zack. Ich mache hier gerade mal wieder auf. Ja, schwupp. Schlüssel nehme ich jetzt sicherheitshalber mal mit, kann man auch gerade mal zeigen. Wie gesagt, der neue Fiat-Schlüssel lässt sich auch sehen. Das hier beispielsweise ist jetzt die Fernbedienung für die Außenleuchte. Ja, wir haben hier eine Außenleuchte, die zeige ich auch gleich noch. Die kann man hier über die Taste auch dimmen. Sonst, wie bei jedem Knaus-Kastenwagen am Start, die Rahmenfenster, ja, kannst von außen mal oder von der Seite so zeigen. Genau, die sind außen plan und flächenbündig, ja, heißt, die sind nochmal besser isoliert, einbruchsicherer und auch innen haben wir eine ganz andere Fliegenschutz- und Verdunklungsmechanik als bei den aufgesetzten Fenstern. Aber das Schöne hier bei Knaus, standardmäßig. Ja, bei Weinsberg beispielsweise kann man die auch bekommen, aber gegen Aufpreis. Ja. Bei Weinsberg ist auch beispielsweise dieses Fenster nicht Standard, sondern aufpreispflichtig. Ja. Und das ist hier bei Knaus, wie gesagt, standardmäßig am Start. Oben sehen wir ja auch, der XL ist ja knapp über 3 Meter hoch, haben wir auch hier oben die Rahmenfenster, natürlich auch standardmäßig. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben hier den Wagen nicht in einem langweiligen Weiß, sondern wie immer eigentlich bei uns bei Sunmobil Cars in Campo Volo Grau. Ja, ist ein Unilack, so ein Mausgrau. Je nachdem, wie es Licht drauf scheint, wirkt es mal heller, mal dunkler. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses Dach in der Farbe gegossen wurde und dadurch sehr, sehr robust, langlebig ist. Und wie gesagt, auch wenn man mal ja, an dem Baum entlang fährt und da ein paar leichte Kratzer drin sind, dann kann man die halt easy rauspolieren und muss nicht gleich zum Lackierer. Man könnte, wenn man den Wagen jetzt beispielsweise in Schwarz bestellt, auch das Dach in Schwarz lackiert bestellen, kostet aber über 5000 Euro, glaube ich, würde ich auf keinen Fall empfehlen. Da ist man hier, wie gesagt, mit Campo Volo Grau am besten versorgt. Genau, sonst hier der Außenkamin, Truma Gasheizung, standardmäßig. Man kann den Wagen natürlich optional auch mit einer Dieselheizung bekommen. Der Wagen steht jetzt hier mit einer Gasheizung, funktioniert auch ohne Probleme. Sonst haben wir hier, wie gesagt, die Toilettenkassette, ganz klassisch von Tedford, kann man hier rausziehen. Ja, der Deckel, keine Sorge, der ist dabei, der ist im Fahrzeug drin. Bei den Neufahrzeugen, man hat hier die Trolley-Funktion. Der Wagen, nur zur Info, wurde auch schon von unserer Werkstatt gecheckt. Heißt, der ist bis, was die Sauberkeit angeht, komplett fertig. Heißt, der wird natürlich nochmal komplett aufbereitet, innen, außen, hübsch gemacht, fertig gemacht. Aber was die Technik angeht, die ganzen Schubladen, die wurden alle eingestellt, kontrolliert, auch Heizung, Kühlschrank. Also es wurde alles einmal überprüft. Heißt, man kann mit dem Wagen ziemlich zackig dann vom Hof fahren. Ja. Sonst hier unten, bevor ich es vergesse, haben wir nochmal den Abwassertank. Der ist in Rohrstellung, also so geöffnet. Wenn ich den jetzt hier querstelle, ja, wäre der Tank zu. Fassungsvolumen von rund 95 Liter. Und ist natürlich standardmäßig isoliert und beheizbar. Ja, der ganze Camper ist, wie gesagt, auch wintertauglich und winterfest. Ich hatte es ja angesprochen, Rahmenfenster, isolierte und beheizbare Tanks. Also da wird keinem und auch dem Fahrzeug nicht kalt, wie gesagt. Genau, sonst, ich habe hier hinten schon mal das Heck vorbereitet. Den XL, den Boxster, XL gibt es, wie gesagt, in zwei Ausführungen. Einmal als Street, so wie er hier steht, und dann nochmal als Lifetime. Lifetime für Längsbetten. Mein persönlicher Favorit ist aber trotzdem der Street, weil wenn man 6 Meter Längsbetten hat, dann ist halt vorne Küche, Bad, Tisch, Kühlschrank, alles viel, viel kleiner. Das Einzige, was dann groß, sage ich mal, bleibt oder ist, wären die Betten. Daher meine Empfehlung, immer hier den Street XL nehmen, weil auch vorne das Hubbett eine Länge von 2,9 Meter hat. Also da kann man, wie gesagt, auch als Erwachsener oder großes Kind richtig komfortabel, ja, schlafen. Sonst arbeiten wir uns jetzt einmal durch. Der Wagen hat hier, wie gesagt, seinen Gaskasten. Heißt, hier passen 2x11 Kilo Gas rein. Und wir haben hier auch 2 Gasschläuche drin. Heißt, wir haben hier auch ab Werk das Truma Duo Control. Kannst vielleicht mal so ein bisschen reingehen nach oben. Ja, da sieht man das. Heißt, man kann hier auch bestimmen, soll er jetzt erst die rechte Flasche leer machen oder die linke. Ja, und je nachdem, was dann leer ist, schaltet das System automatisch um. Wir haben hier auch nochmal diese Knöpfe an den Schläuchen. Ja, das ist die Schlauchbruchsicherung. Also man darf mit diesem System dann auch während der Fahrt das Gas auflassen. Ganz wichtig, Gas braucht ihr nur zum Heizen oder für Warmwasser oder für den Kocher. Ja. Kühlschrank funktioniert rein über Strom. Genau. Bevor ich es vergesse, wir haben hier ganz besondere Matratzen am Start. 7-Zonen-Kaltschaumatratzen, Evopor HRC mit Wassergelauflage.
Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf dem Bild erkennt, aber hier oben schimmert leicht blau durch in diesem oberen Bereich. Der untere Bereich ist so ein bisschen gelblich. Und das ist, wie gesagt, immer das Zeichen für Wassergel. Kann man hier auch nochmal schauen. Hier ist nochmal der Beweis, hier steht es auch drauf, Watergel. Die kosten so knappe 500 Euro Aufpreis, aber dadurch hat man halt nochmal einen ganz anderen Liegekomfort. Sonst, man kann die Matratzen auch wegmachen und ich habe hier schon was vorbereitet, dass man hier an das Technikfach rankommt. Ja, weil hier ist, wie gesagt, alles an einem bzw. an seinem Platz. Ja. Beispielsweise hier hinten 230 Volt Sicherungskasten, ja, oder hier ist Ladegerät, hier die ganzen 12 Volt Sicherung, Kühlschrank, Heizung, Wasserpumpe, Lichtanlage. Wir haben hier den Ladebooster, den Dimmer für die Außenleuchte, hier die Lichtsteuerung, da komme ich noch zu. Und hier ist bereits ein Solarregler montiert. Warum? Weil der Wagen bereits eine Solaranlage auf dem Dach montiert hat. Ja, nicht nur das, wir haben auch eine Lithiumbatterie, dazu komme ich gleich. Wie gesagt, hier die Besonderheit, dass man, wie gesagt, auch im Kopf- und im Fußbereich diesen Lattenrost hier hat. Den kann man einfach so aufrollen, ja, oder jetzt eben wieder zurollen, wie man es auch beschreiben möchte. Ja, da muss man hier diese Druckknöpfe einmal randrücken, zack. Ja, und dann hat man, wie gesagt, hier einen 1A Schlafkomfort. Man kann die Matratzen auch beispielsweise so hinstellen und den ganzen Lattenrost hochklappen, aber das ersparen wir uns jetzt. Haben wir schon in einigen anderen Videos gezeigt. So, einmal zu die Kirsche. Machen wir das gerade hier nochmal ein bisschen schöner. So, genau. Sonst hier unten, muss ich mich auch mal einmal reinlegen, kann man aufmachen. Und dann haben wir, wie gesagt, ab Werk eine 100 Ampere Lithium-Batterie am Start. Vorteil ist, die Batterie ist wieder leichter und man kann sie im Vergleich zu der Standardbatterie komplett vollladen und wie ein Handy- oder Laptop-Akku auch komplett leerladen. Ja, eine Standard-AGM-Batterie, so eine normale Autobatterie, die kann man zwar vollladen, aber meistens nur technisch bis zu 50% entladen. Wenn man die dann weiter entlädt, geht die viel schneller kaputt oder ist tiefenentladen. Ja? Noch ein Vorteil ist, man sieht auf der App, also es gibt eine App für diese Batterie, man sieht da ganz genau, wie voll ist die Batterie, mit wie viel Ampere wird die gerade geh- oder entladen. Ja, genau. Sonst, Starterpaket wäre auch schon am Start. Ja, heißt Kabeltrommel, Ausgleichskeile, die Euroadapter und Toilettenchemie, habt ihr alle schon mit dabei. Und hier, wie gesagt, auch nochmal Platz, wo man beispielsweise jetzt hier die Chemie oder die Adapterkabel dann aufräumen und unterbringen könnte. Genau. Sonst befindet sich hier, warte mal, so, hinter dieser Abdeckung der Frischwassertank. Heißt, der Frischwassertank ist im Fahrzeug verbaut, entsprechend isoliert und beheizbar. Ja, also da auch wieder wintertauglich und winterfest. Sonst hier oben, wir haben das E-Paket mitbestellt. Einmal eine 12-Volt-Steckdose und einmal eine 230-Volt-Steckdose. Ja, vielleicht nochmal die Info dazu. Diese 12-Volt-Steckdose geht über die Batterie, die ich gerade erklärt habe. Ja, und die hier, die 230 Volt, die geht immer nur, wenn man am Strom angesteckt ist. Ja, man könnte jetzt hier noch einen großen Wechselrichter für den Aufbau nachrüsten. Ich empfehle da immer WCS, aber ist wie gesagt nicht Standard. Genau. Bevor ich es vergesse, hier ist die Kurbel für die Markise. Die schauen wir uns gleich mal von außen an. Sonst hier oben in der dritten Bremsleuchte links die Rückfahrkamera inkludiert. Die hatten wir ja vorhin schon gezeigt. Was wichtig ist, der Wagen, wie er hier steht, hat vorne mit Absicht kein Panoramadach. Warum? Weil wir wollten A, mit den 3,5 Tonnen noch klarkommen und B, wenn man ganz ehrlich ist, wir können mal vorschauen, Peri, viele, die dieses Panoramadach haben, wir sind ja vorhin über den Hof gelaufen, ich habe es dir gezeigt, haben diese Verdunklung zu. Und das ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann, weil dann kann die Luft nicht zirkulieren und auf kurz oder lang geht dann der Verdunklungsmechanismus kaputt, weil das Plastik sich verzieht. Heißt, meine Empfehlung, nehmt ihn so, kann schon nichts kaputt gehen, nichts undicht werden und Abfahrt. Ja? Sonst machen wir hier einmal weiter. Die Markise, wie gesagt, von Thule Omnistore, ganz klassisch, Kurbel habe ich euch gerade gezeigt. Peri, hier unten links kannst du auch nochmal drauf gehen, haben wir dann die Befüllung vom Frischwassertank, nicht Frisch, Frischwasser. Ja, mit Boiler sind es dann knapp 110 Liter. Und sonst, wenn wir hier die Tür aufmachen, haben wir, wie gesagt, standardmäßig die Fliegenschutztür am Start, die auf jeden Fall Sinn macht. Was ganz wichtig ist, bitte jetzt die Tür nicht zumachen, sonst ist die nämlich kaputt. Man muss diese Fliegenschutztür immer komplett schließen, ja, zurückfahren und dann darf man die Tür erst, wie gesagt, zumachen. Ja, sonst haben wir hier die Einstiegsstufe elektrisch, die ist im Funline-Paket mit dabei. Und dann würde ich sagen, schauen wir auch gerade einfach mal rein. Ja? Und das Erste, was ich mache, Peri, du kannst dich gerne mal Richtung Küche stellen, ist, dass ich die Sitze umdrehe. Funktioniert nämlich super easy. Einfach entriegeln, einmal umdrehen, schwupp. Ne? Ich setze mich dann immer drauf, quasi noch ein Stück zurück. Ja? Sitz vorfahren, entriegeln, umdrehen. Ja?
und wieder zurückfahren. Ganz simpel. Du kannst auch gerne mal aufs Polster ein bisschen näher drauf eingehen. Das haben wir nicht nur vorne, sondern natürlich auch hinten verbaut. Das ist ein aufpreispflichtiges Polster, nennt sich Active Rock. Heißt, es ist atmungsaktiv, abwaschbar, hat den Abperleffekt. Einfach ein super langlebiges und auch sehr, sehr gemütliches Polster. Ja, kann ich nur bestens empfehlen. Sonst auch alle Oberflächen, Beispiel jetzt hier der Esstisch oder auch die Küche. Das ist alles CPL beschichtet, also ein spezieller Kunststoff, der entsprechend kratzfest ist, dass man, wenn man jetzt den Teller zum Beispiel hier verschiebt, nicht gleich diese Schleifer im Material hat. Also da hat man, wie gesagt, auch länger was davon. Und auch das hier wieder ein Beispiel, genauso wie diese Verbreiterung. Bei Knaus alles Standard, bei Weinsberg optional. Ja? Heißt, ein Weinsberg kann man immer ein bisschen individueller, sage ich mal, konfigurieren. Dafür ist er halt im Grundpreis auch günstiger. Aber wenn man es dann gleich ausstattet, und heutzutage will ja jeder alles haben, dann kann man sich meistens eigentlich gleich für den Knaus entscheiden. Ja? Auch ein weiteres Highlight, schauen wir hier unten, kein Tischfuß. Heißt, der Tisch ist freischwebend und er ist belastbar bis 40 Kilo. Bestes Beispiel ist unsere hauseigene Vermietung. Da habe ich rund 20 Kastenwagen aktuell im Programm, die alle so rumfahren. Ja. Das Schöne ist, man kann natürlich auch jederzeit eine Tischbeinverlängerung dazu packen. Ja, dafür hat man hier diese Halterung. Ja. Also es ist möglich, aber es braucht es eigentlich nicht, wenn man ein bisschen aufpasst. Ja. Man sollte sich jetzt nicht draufstellen oder draufsetzen, aber so, wenn man, wie gesagt, ordentlich damit umgeht, überhaupt kein Thema. Genau, hier oben, das ist auch im E-Paket inklusive, hat man nochmal eine Beleuchtung. Ja. Und zwar in zwei Stufen. Das Ganze natürlich auch hier über dem Beifahrersitz, also links, rechts, hat man, wie gesagt, nochmal Zusatzleuchten, die nicht standardmäßig dabei wären. Genauso wie diese Schwanhalslampe, die ich aber auch empfehle. Warum? Weil die hier hinten noch zwei USB-Ports hat. Ja, also hier kann man, wie gesagt, links und rechts nochmal ein USB-Kabel anschließen, um sein Handy, iPad, whatever, aufzuladen. Ja, sonst die Verdunklung, einmal von unten nach oben oder von oben nach unten. Fliegenschutz auch dabei. Hier alles, wie gesagt, gerne mal näher drauf ein. Aus Aluminium verarbeitet, also wie gesagt, richtig hochwertig und schick gemacht. Den Tisch kann man auch komplett rausnehmen. Ja, man kann den, wie gesagt, dann auch an andere Stelle anbringen. Man kann ihn hier verschieben. Also das ist, wie gesagt, super cool gemacht. Sonst würde ich sagen, tauschen wir einmal die Seiten. Dann gehe ich mal Richtung Küche. Davor noch einmal kurz auf die Sitze ein. Die Sitze sind nämlich nicht Standard. Das sind die Einzelsitze. Heißt, man kann die hier auch nochmal auseinanderfahren. Man kann den auch nochmal ein bisschen vorfahren. Und das hier ist, wie gesagt, schon das neue Modell. Heißt, man hat hier einen richtig schönen Seitenhalt und natürlich auch serienmäßig Isofix am Start. Heißt, ihr könnt auch die Kindersitze ohne Probleme hier, ja, festmachen. Sonst, ich weiß nicht, ob das jetzt geht mit deinen Beinen, aber hier unten haben wir auch nochmal ein Stauraumfach. Ja, bevor wir das vergessen, hier kriegt man, wie gesagt, auch nochmal das eine oder andere untergebracht. Ja, und hier unter der Abdeckung beziehungsweise unter der Sitzbank ist die ganze Technik, was Heizung und Warmwasserboiler angeht. Hier kann man den Wasserfilter anschließen, der serienmäßig dabei ist. Und hier sind nochmal die Gasabsperrhähne für Kocher und Heizung. Genau. Sonst einmal Küche, zwei Flammengaskocher, obala, natürlich mit Automatik, also Piezo-Zündung, ja, am Start. Und sonst hier das große Edelstahl-Waschbecken, damit man eben auch mal Teller, Tassen und so ordentlich abspülen kann. Genau, sonst hier auch nochmal ein bisschen Ablagemöglichkeit. Wie gesagt, sauber gemacht muss er noch, also haben wir noch nichts sauber gemacht, der muss noch sauber gemacht werden. So, genau, dann hier wie gesagt die Schublade mit Besteckeinlage. Hier eine schöne Stauraumgeschichte und hier unten geht es dann direkt weiter. Hier sind jetzt die ganzen Bedienungsanleitungen drin. Hier ist auch der Deckel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und ganz unten auch nochmal ganz wichtig, auch noch eine Schublade. Ja? Da haben wir beim Weinsberg beispielsweise keine Schublade, sondern nur eine Klappe. Finde ich halt hier einfach richtig praktisch gemacht. Auch so Kleinigkeiten, die ganzen Beschläge, wenn die drin sind, oder wie heißen die, Pushlocks, also Verschlüsse, die sind alle flächenbündig. Ja, da bleibt man nirgends hängen, auch hier vorne ganz wichtig. Ja, alles abgerundet und man sieht es auch hier, hier vorne ist es ein bisschen breiter. Ja, hier ist es wieder ein bisschen schmäler und hier wieder ein bisschen breiter, dass man halt hier einfach ein gutes Raumgefühl hat und sich gut im Fahrzeug bewegen kann. Genau. Sonst, Peri, haben wir hier einmal das CP Plus Bedienpanel. Heißt, hier kann man beispielsweise die Heizung einstellen, digital 9, 10 oder 14 Grad zum Beispiel. Man kann hier auch einstellen, 18 Uhr Heizung an, 19 Uhr Heizung aus und so weiter. Hier Beispiel, das ist jetzt der Lichtschalter fürs Küchenlicht. Und wenn ich hier länger drauf bleibe, kann ich die Lichter auch dimmen und so weiter und so fort. Genau, hier ist nochmal der Temperaturfühler von der Heizung und hier geht es dann wieder weiter mit 230 Volt und 12 Volt Steckdosen. Genau. Kühlschrank, hatte ich ja erwähnt, geht ausschließlich über Strom. Und zwar 12 Volt, heißt, das ist ein Kompressorkühlschrank, der super leistungsstark ist und in Kombination mit der verbauten Lithiumbatterie und Solar hat man da, wie gesagt, auch keine Probleme. Ja. Sonst hier unten auch nochmal ein Hängeschrank, ja, also auch mit Stange. Da passt auch nochmal ordentlich was rein, also der Kleiderschrank praktisch vom Fahrzeug. Und sonst geht es hier hinten stauraumtechnisch auch gleich weiter. Ja. Und zwar mit vier richtig großen Klappen, ja, wo richtig was reinpasst.
Mach gerade alle mal auf, genau. Perry schwenkt einmal nach links und rechts. Hier oben geht es auch noch mal weiter für Socken oder was auch immer. Also da habt ihr, wie gesagt, Platz ohne Ende. Guck mal, hier haben wir noch die Fernbedienung, ja, fürs Ambientelicht. Ich mache hier gerade mal zu. Hier oben sieht man das. Ja. Kann ich jetzt einstellen, rot, grün, blau, ja, oder was auch immer. Finde ich richtig cool gemacht. Ich mache gerade mal wieder blau, ist meine Lieblingsfarbe. Und Abfahrt. Ja. Hier oben die MIDI-Heki, sage ich genau. So nennt sich es nämlich, MIDI-Heki. Mittleres Hebekippdach, 70x50. Wie gesagt, Verdunklung und Fliegenschutz sieht man ja seitlich. Das Ding ist zum Kurbeln, heißt stufenlos. Das Ganze haben wir natürlich auch vorne nochmal am Start, heißt zwei davon im Fahrzeug verbaut. Genau, ganz kurz, Perry, hier auch im Bett wieder die Lichtsteuerung, heißt, ich kann von hier hinten alle Lampen steuern. Und auch hier haben wir wieder diese Schwanenhalslampen mit jeweils zweimal USB. Ja? Auch nochmal ein richtig cooles Feature, die kleinen Fenster hier hinten, die kann man nämlich einfach aufdrucken und zuziehen. Ja? Auch wenn man einen Fahrradträger dran baut, kann man die noch nutzen. Ja, und auch hier, wie gesagt, überall Rahmenfenster, Fliegenschutz, Verdunklung, alles stufenlos und schick gemacht. Ja? Und bevor ich es vergesse, ich weiß, viel Info. Ja, aber wir haben hier auch für die Leiter einen Leiterschacht. Ja. Heißt, die Leiter liegt nicht oben auf dem Hubbett oder hinten auf dem Bett. Nein, die hat hier einen eigenen Platz, ist aufgeräumt und klappert dann während der Fahrt auch nicht rum. Genau, noch zwei Sachen. Einmal Bad, einmal Bett, aber davor noch wichtig, hier oben. Ja, wir haben hier so einen Absatz, also ich kann hier so reingreifen, sieht man das? Ja. Und hier oben kann man, wie gesagt, auch Kissen, Decken, Jacken, ja, Handtücher, Bademäntel, hier könnt ihr alles Mögliche reinstopfen. Finde ich richtig cool gemacht. Ja, sonst hier nur eine kleine Garderobe, Kleiderhaken und dann hier das Klassikbad. Ja, ganz simpel gemacht. Man kann hier die Toilette verdrehen, beispielsweise wenn man die Dusche nutzen möchte. Wir haben hier in der Dusche oder im Duschvorhang besser gesagt so einen Radelschlauch, den man aufpumpen kann, dass der Vorhang, meine ich, dann wie gesagt nicht an meinem Körper klebt. Sonst haben wir hier auch noch ganz praktisch ja, Kleiderhaken für Handtücher beispielsweise. Hier oben auch noch eine abklappbare Kleiderstange. Ja, ich persönlich nutze das Bad ja eher weniger, die Mädels eher öfter. Ja, deswegen hat man hier hinten dann auch nochmal ja, Ablagefächer für Deo, Kamm, Wachs, was weiß ich. Ja, kann man alles unterbringen. Und hier hinten ist, wie gesagt, auch nochmal, hier ist überall noch so Staub. Ja, ist auch nochmal so eine Ablage. Heißt, hier kann man auch ein beispielsweise jetzt für mich Deo oder Kamm reinlegen, Sachen, die man oft braucht, die dann auch während der Fahrt da drin liegen bleiben können. Ja. Sonst auch richtig praktisch gemacht, wie ich finde, diese zwei großen Fächer hier. Hier mache ich immer meinen Kulturbeutel rein, wenn ich mit dem Camper unterwegs bin oder mit dem Kastenwagen besser gesagt. Und hier hinten habe ich, wie gesagt, auch nochmal ein Fach für Toilettenpapier und Reserve. Ja. Also hier, wie gesagt, auch Platz ohne Ende. Man hat auch hier unten zwei Abläufe drin. Ja, das Ganze ist auch so, also nicht glatt, sondern so ein bisschen strukturiert, dass es halt rutschfest ist und man hat keinen hohen Absatz. Also man kommt hier mit einem ganz normalen Schritt rein oder eben auch wieder aus dem Bad raus. Genau. Ich würde sagen, du gehst einmal hinter und filmst einmal Richtung Bett. Genau. Und dann kann man das Bett hier einfach hochdrücken, gleichzeitig zu sich ziehen. Ja. Wupp. Und fertig. Ja. Perry zeigt euch einmal das Bett. Du kannst gerne mal reinfahren. Genau, wie gesagt, seitlich links und rechts die Fenster drin, oben auch wie hinten das 70x50 cm große Dachfenster und wie gesagt mit einer Liegelänge von 2,09 Meter und einer Breite von 1,30 für eine Person ohne Probleme, für zwei Kinder auch ohne Probleme, ja im schlimmsten Fall auch mit zwei Erwachsenen, aber dann ist es schon wirklich kuschelig. Ja? Gut, und das Ganze, wie gesagt, kann auch unten bleiben während der Fahrt. Ja? Einziger Hinweis, man darf natürlich nicht während der Fahrt oben liegen. Ja, sonst würde ich sagen, haben wir eigentlich jetzt alles zum Fahrzeug erzählt. Mein persönlicher Lieblingskastenwagen, was ja, Campen mit vier Personen angeht oder mit einer jungen Familie. Also wenn ich, wie gesagt, mit meiner Family jetzt dann irgendwas halt mit meiner Family, wenn ich mal eine Family habe, ja, formulieren wir es mal richtig, dann würde ich mir auch nur den Boxster Street XL holen, weil man, wie gesagt, unter 6 Meter ist, also 5,99 Meter. Man hat vier richtig gute Sitzplätze, zwei coole Betten und kommt, wie gesagt, überall ohne Probleme hin. Und mit der Ausstattung, wie ich ihn jetzt präsentiert habe, 160 PS Automatik, Maxi-Chassis, Lithium-Batterie und den ganzen Spielereien, macht es auch wirklich Spaß. So, wichtigste Info, das Fahrzeug steht hier bei uns in Markt Indersdorf, ist sofort verfügbar und kostet unter 90.000 Euro. Heißt, wir bewegen uns irgendwo roundabout 85. Aber alle weiteren Infos zum Fahrzeug findet ihr unten in der Videobeschreibung. Daher checkt einmal die Beschreibung ab, klickt auch gerne auf den Link, da kommt ihr zu mobile.de, ja, wo ihr dann, wie gesagt, das Fahrzeug nochmal mit Bildern und genauer Beschreibung findet. Und wenn ihr dann noch irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach eine Mail, kontaktiert uns, ruft uns an oder kommt auch gerne vorbei hier zu uns ja, nach Markt Indersdorf. Und sonst wie guter Letzt, LKA, liken, kommentieren, abonnieren, drauf und dran bleiben und bis bald.